Willkommen in Shankill, einer der bekanntesten und unverwechselbarsten Gegenden Belfasts. In ihrem Zentrum ist die ikonische Shankill Road, wo ich jetzt stehe und die durch ihre Geschichte hindurch Reichtum und Armut, Unruhe und Stolz erlebt hat. Im Gälischen bedeutet Shankill die alte Kirche und die einheimische Legende besteht herausfordernd darauf, dass der Name von der Gründung der ersten christlichen Kirche in der Gegend im 5. Jahrhundert durch St. Patrick selbst herrührt. So merkwürdig, wie es heute erscheint, waren die ursprünglichen Shankill-Bewohner Druiden. Der Bullaunstein, der vor der kleeblattförmigen St. Matthew-Kirche steht, ist Zeugnis ihrer Präsenz. Es wird angenommen, dass es ein altertümliches Taufbecken ist und das Heilen von Warzen wird ihm zugesprochen. Trotz des reichlichen Schutzes vor Warzen starben die Druiden lange bevor Belfast eine große Industriestadt im 19. Jahrhundert wurde aus. Es war zu dieser Zeit, dass Tausende von Leuten aus der gesamten Grafschaft Antrim in die Shankill-Gegend zogen, um Arbeit zu finden. Und sie brachten die Musik, Sprache und Traditionen ihrer schottischen Vorfahren mit. Die Shankill steht seither an der Spitze bei der Wiederentdeckung der alsterschottischen Kultur. Heute ist die Shankill gleichzusetzen mit der unionistischen Tradition in Nordirland und bleibt eine Hochburg der protestantischen Kultur. Das wird am besten sichtbar am 12. Juli, wenn die berühmte Orange Order Parade den Sieg des protestantischen Königs Billy über den katholischen König James farbenfroh nachstellt und damit große Gruppen von Zuschauern anzieht. Die beeindruckende West Belfast Orange Hall, die stolz auf der Shankill Road steht, ist die örtliche Hauptverwaltung der Order und sorgt für die Logen der gesamten Shankill-Gegend und hält außerdem noch Klassen in schottischem Volkstanz ab. Auf dieser reizvollen Tour werden wir Ihnen Shankills versteckte und weniger versteckte Schätze zeigen. Sie werden Belfasts Albert Hall besuchen, einen Spaziergang durch die stille Oase des alten Friedhofs von Shankill machen, vor dem Geburtsort des bekannten einheimischen Künstlers Frank McKelvey stehen und ihren Namen in den Geschichtsbüchern von Belfasts ganz eigener Berliner Mauer eintragen. Die ansässige Gemeinde erholt sich noch von den Unruhen der letzten Zeit und von der Armut, die diese der Arbeiterklasse zugehörige Gemeinde hart getroffen hat. Aber sie werden sofort die Lebhaftigkeit und unglaubliche Vielfalt der Geschäfte an der Straße und wie immer die Warmherzigkeit und Freundlichkeit der Einheimischen wahrnehmen. Selbst in den dunklen Zeiten war es immer geschäftig und Einkäufer aus allen Teilen der Stadt und von weiter her kamen zur Shankill für ein Schnäppchen oder um ihre Seelen zu retten. Zu ihrer Blütezeit hatte sie, warten Sie, 9 presbyterianische Kirchen, 6 Kirchen von Irland, 5 methodistische, 3 baptistische und eine Auswahl von 23 Missionshallen. Addieren Sie dazu 4 Banken, 6 Kinos, 2 Snookerhallen, eine YMCA, 3 große Bäckereien, 11 Pfandhäuser, ein Krankenhaus, ein Gericht, ein Gefängnis, einen Friedhof, 87 Kneipen und Bars, 34 Lebensmittelgeschäfte, 63 Kleidergeschäfte, 22 Hausbäckereien, 28 Fleischer, 34 Zeitungsgeschäfte, 18 Schuhgeschäfte, 20 Obst- und Gemüsehändler, 17 Möbelgeschäfte, 26 Eisenwarenhandlungen, 17 Drogerien, 14 Ärzte, 5 Zahnärzte, 10 Friseure, 8 Reinigungsfirmen, 12 Elektrowarengeschäfte, 8 Schmuckgeschäfte, 5 Fischgeschäfte, 6 Postämter, 5 Bestattungsunternehmer, 10 Cafés, 6 Tapetengeschäfte, 6 Autoverkäufer, 3 Optiker, 3 Fotografen und 2 Haustierhandlungen. Puh, kein Wunder, dass sie als eine Stadt in der Stadt angesehen wurde. Wir können nicht versprechen, dass diese alle heute noch hier sind, aber gehen Sie mit uns spazieren und finden Sie heraus, was noch da ist. Es gibt genug zu sehen und zu tun in diesem lebendigen Teil von Belfast. Und ein warmes Willkommen erwartet Sie.